Herzlich willkommen zu Geras Mod Apple Blog zu einem neuen Video. Es war ein bisschen längere Zeit wieder still um mich, aber wie immer vor Weihnachten in Richtung ist ziemlich stressig bei mir beruflich, daher war es etwas ruhiger zu mich, aber ich möchte heute das Video, das ich schon lange versprochen habe, und zwar möchte ich euch meinen DRX 6 zeigen. Ich habe schon den ersten Teil gegeben, wo ich gezeigt habe, was ich montiert habe, dann verbaut habe. Ich verlinke euch das Video rechts oben in der Ecke, wo ihr das erste Teil des Videos seht. Und was ich gemacht habe und so weiter, oder was ich jetzt noch machen möchte, das seht ihr nach dem Intro. So, willkommen zurück. Bevor wir anfangen, ich bin noch nicht ganz fertig. Und zwar habe ich... So... Und zwar habe ich beim DRX Body die Metall, also die Riffelblech-Optik vergebt und verbaut. Ja. Ihr seht das hier praktisch, das ist ja Riffelblech, das ist ein richtiges Blech, ein dünnes Blech. Ja. Ihr seht das hier, ich mache dir noch ein Video. Da ist alles verklebt, ja. Auf der Motorhaube praktisch hier oben das richtige Alu drauf, praktisch auf der Seite die Lufteinlässe und am Heck auch ein Riffelblech entsprechend. Und jetzt habe ich noch zu machen, so, stellen wir mal runter. Und zwar habe ich noch die Platte hier zu verbauen. Das ist auch praktisch das Riffelblech. Dünnes Alu mit der Riffeloptik. Das kommt hinten auf die Ladefläche drauf, die jetzt nur so hässlich schwarz ist. Ja. Und die möchte ich jetzt verkleben. Ich verlinke euch die Produkte in der Videobeschreibung. Ich habe das damals vor einem guten Dreivierteljahr bei AliExpress bestellt. Ja. Weiß gar nicht, was das kostet hat, war nicht so billig. Aber ich wollte einfach ein bisschen den schwarzen Body, der doch ein bisschen fad ist, aufwerten. Und das hat ganz gut funktioniert und das schaut gut aus und ist wirklich Metalloptik. Und jetzt bin ich eben dabei, die Rückseite entsprechend zu reinigen, damit ich dann die Klebestreifen aufbringen kann, die dabei sind. Das ist auch ein gutes Klebeband eigentlich, ein sehr dünnes, von 3M. Und die bringe ich jetzt da an, damit ich es dann hinten montieren kann. Ich hoffe, euch jetzt allen gut und ihr habt schon was im Vorrat zum Basteln für den Winter. Ich hoffe jetzt auch wieder, dass ich jetzt in den Weihnachten bin ich zu Hause, habe ich Urlaub und dass ich im Winter wieder mehr Zeit habe, möchte den DRX 4 Sport möchte ich umbauen. Da habe ich die ganzen Teile schon liegen, eine neue Karo. Neue Reifen, neue Felgen. Ich habe mir jetzt auch bestellt die neue Traxxas Winde, die möchte ich euch zeigen. Die hat ja, die damals rausgekommen ist mit dem Bronco, die hat ja auch so einen Freilauf drinnen. Die möchte ich eventuell auf meinen MB1941 verbauen. Der für nächstes Jahr hoffentlich, der Mensch, sag ich mal, ich will nicht aussprechen das Wort, aber wenn Corona wieder alles wieder halbwegs normal ist, mit dem ich dann im nächsten Jahr dann auch ISS wieder fahren möchte. Ich bin heuer nur einmal gefahren, immer beim Bewerb bei Freunden, das war alles. Und so ist ein bisschen auch die Motivation für Modellbau ein bisschen gesunken, weil man es eben nicht ausüben kann. Ja? Und alleine spazieren fahren möchte ich auch nicht, das ist auch nicht mein Ding. Ja? Weil ich möchte das mit Freunden gemeinsam machen und leider ist es dann nicht immer so leicht, alles unter einen Hut zu bringen, Familie,
Job. Und aber jetzt richtig Winterzeit, da juckt es mich dann schon wieder. Und ich habe jetzt auch letztens schon die Streifen montiert. Und es ist jetzt halt irgendwie wie wenn man eine Sucht hat irgendwo, weil so, vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn man lang weg ist von dem Stoff, in dem Fall jetzt Modellbau oder lange Pause macht, ja, dann fehlt es einem auch nicht wirklich. Ja. Und jetzt habe ich wieder angefangen und bin ich wieder motiviert und motiviert, ich möchte jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich habe immer dann so Pausen. Aber ich sage, für mich ist das alles, der YouTube-Kanal ist für mich mein Hobby, meine Wellness-Phase, übertrieben oder blöd gesagt, ja. Aber das ist, da mache ich das, was mir Spaß macht, und wenn ich keine Lust habe und keine Motivation habe oder einfach keine psychische, irgendwo keine Laune für Modellbau, dann mache ich halt weniger, ja. Dann müsst ihr halt leider aushalten, und die Leute fragen, seid ihr dann, was ihr von mir Videos erwartet, weil ich oft auch viele Dinge verspreche, die ich dann nicht halten kann, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte mich bemühen, das wieder etwas motivierter zu machen, und die Weihnachtszeit, sage ich mal, die stressige Phase geht auch vorbei, und ich sehe es einfach, wenn ich basteln tue oder eben hier sitze in der Werkstatt und wirklich was schrauben tue, weil der DRX6 hat dann Getriebeschaden gehabt, ja, das tut mir richtig gut, ja, und das einfach wirklich so Hirn ausschalten und Spaß haben, Musik aufdrehen, und ja, das macht richtig Fun. Und ich merke es auch wieder, je mehr ich mache, desto mehr Spaß macht es mir wieder. Und ich möchte mir schon lange kaufen, weil es ausverkauft, den Elementor C, den Night Runner Haster, den möchte ich mir kaufen. Der ist momentan leider überall vergriffen. Aber das wird das nächste Fahrzeug sein, und das man zulegen möchte selber. Ja. So, jetzt haben wir die Platte praktisch mit Klebeband versehen. Und jetzt kommt das eben da rein. Und dann schön Staub wegwischen. So. Das Zeug biegt wirklich gut. Fast so gut. Jetzt schaut das Ganze so aus, da die Kamera sieht, ihr seht es praktisch, das ist jetzt eine Riffelblechoptik hinten, und die Löcher waren schon richtig vorgebohrt für die Karosseriehalterung, und ich finde, das macht einen coolen Eindruck, einen optischen. Hier seht ihr die Lüfteinlass, die Blenden, da ist die Seitenbeplankung praktisch in Riffelblechoptik. Hier hinten haben wir noch was drauf. Da findet das wertet die Karo Mercedes Stern, das wertet die Karo richtig gut auf. Dann haben wir vorne die Lüfteinlasse, leider die Lichter sind hier gebrochen, die waren irgendwie zu fest angeschraubt. Ja. Und ich finde, das macht richtig was her. Dann habe ich Interieur eingebaut, das ist auch jetzt nichts Besonderes. Die kaufe ich mir gern bei AliExpress, die sind schon fertig lackiert, da muss man nicht viel machen, Folie runter, Aufkleber rauf, fertig, ja. Und die Dinge sind auch nicht so schwer, ja. Und jetzt schauen wir mal rein, was wir machen. Zeige ich euch meinen DRX6. Was haben wir alles da verbaut? So, mal schauen, jetzt seht ihr das ganze Fahrzeug her. Wir haben hier verbaut, ich habe sie glaube ich jedes Video gesehen, das erste, und ich habe sie vorher verlinkt. Ja. Hier habe ich drinnen die Xerun X Combo, ja, mit, ich glaube, 2000
200 kV, ja, fahre das Ganze mit 3S, ja. Da war das Hauptzahnrad war kaputt letztens, da habe ich jetzt ein neues Zahnrad rein und habe auch ein größeres Ritzel rein. Vorher war 12er drin, jetzt habe ich 15er drin, damit noch ein bisschen mehr Speed da ist. Ja. Sonst ist relativ, sonst habe ich nichts verändert. Ja, den Lenkserver habe ich den starken drinnen da mit 46 Kilogramm Stellkraft, ja, bei 3S. Ja. Gutes Teil. Dann habe ich hier die Windenelektronik praktisch, das ist nichts Besonderes, das habe ich auch bei AliExpress, ich werde das versuchen, euch die Artikel reinzulinken auch, ja, gekauft, ja. Das Ding ist gut, ich hole eine Fernsteuerung. So, ich habe praktisch dann das die Fernsteuerung, die original Traxas, ja. Ich habe dann da praktisch drauf mit einem Klettband, das ist diese Fernsteuerung, die es da gibt, ja. Für das Kastel zusammen, da braucht ihr nur zwei Knopfbatterien, das wird am Strom angeschlossen, das ist praktisch die Stromquelle, könnt ihr dann direkt ins Blödsinn, das ist der Anschluss für den Motor und die Strom kriegt ihr über einen Empfänger. Ist halt nicht wirklich die leistungsstärkste Geschichte, aber der Xeron X hat eh PEC verbaut, ja. Wenn ihr einen normalen Empfänger habt, was kein PEC verbaut hat, dann würde der PEC Sinn machen, damit das Ding ein bisschen mehr Kraft hat. Ja. Vorteil ist, ich kann das da hier bedienen. Ja. Dann haben wir auch noch gekauft, ich glaube, ich war auch bei AliExpress. Ja. Wenn ich du oft filmen praktisch, ja, und wenn ich Hand, das ja eine Hand frei habe, dann kann ich praktisch da praktisch mit dem Daumen entsprechend lenken auch. Ja. Ich versuche euch die Artikel da alle reinzulinken auch, ja. Und ich habe hier oben einen GoPro-Adapter, einen unten GoPro-Adapter, da montiere ich meistens das Handy. Früher mal, jetzt geht es ja mit dem gleichen GoPro, hat das nicht mehr den Live-View. Entsprechend entweder das Handy oben oder die GoPro oben oder die GoPro unten, ja. Und so kann ich praktisch dann auch filmen und habe immer eine Hand frei oder was, wenn ich mit der Hand filmen möchte. Und das ist recht praktisch. Ansonsten nutze ich die Fernsteuerung für den noch so wie sie ist. Ja. Ich habe hier vorne verbaut eine Serverwinde. Das ist ein, ich glaube das ist noch der Original Body, Original Bumper von Traxas. Ja. Und ich habe da noch was weggefräst praktisch und habe den die Serverwinch, das ist die, was der Freund die mein Späßel macht, der Matthias, da haben wir eh ein Video damals gemacht auch, selber winden, selber machen. Ich habe da wieder zwei gemacht. Das sind dann diese Winden praktisch, ja. Und die Winde habe ich dann jetzt praktisch in dem Fall dann so eingesetzt, oder in dem Fall ist jetzt so verkehrt so. Das Windenseil habe ich anders aufgewickelt und habe da vorne praktisch das vorhandene Loch, das es da praktisch gibt, genutzt und da geht das Windenseil raus. Das geht da durch unten, da ist eine Führung drinnen und das funktioniert super. Und die Winde hat genug Kraft für den RX6 und so richtig brauchen tut der seltene Winde, weil fast überall raufkommt. Ja. Bei mir sind immer die Original-Servers verbaut, alles, ja. Was ich gemacht habe, das seht ihr dann eh, glaube ich, auch im damaligen Video. Ja, ich mache da mal eine Radkappe runter. Was ich gemacht habe, was Sinn macht beim DRX6 auch, ist, ich habe mal Gewichte verbaut. Die habe ich auch damals bei AliExpress bestellt, weil so in dieser Art habe ich das nicht woanders gesehen. Ja. Da ist praktisch noch die komplette Stock-Elektronik und im Video seht ihr, wie ich die montiert habt. Ja. Und die Teile schraubt ihr einfach auf das Originalgehäuse rauf, ja, und habt praktisch ein starres Gewicht und ist, wie gesagt, von dem her wirklich toll, weil es wirklich ganz am Boden nähe ist, das Gewicht. Und das wirkt sich schon sehr positiv aus auf das Fahrverhalten, vor allem im Gelände. Ja.
Und ansonsten, ich fahre auch die Originalreifen, ich sage mal, ich diese Optik der Mercedes-Felgen da nicht vermissen möchte. Ja, und ich finde, der RX6 ist eines der schönsten Fahrzeuge und wird eins meiner Lieblingsfahrzeuge, was ich so schnell nicht hergeben werde. Ansonsten ist hier wirklich noch alles Stock und ist jetzt noch original Antriebswellen drinnen noch. Ich habe nur getauscht, den Server habe ich getauscht, der Server Horn aus Metall drauf, die Xeron X Combo, die 540er Combo drinnen, für mich sowieso eine der besten Fahrtenreger, den stärkeren 45 Kilo Lenkservo, seht ihr damals auch im damaligen Video entsprechend, den ich verbaut habe, und hier habe ich das Windenseil drauf, das kommt da praktisch nach vorne aus dem Fenster raus. Ansonsten ist wirklich noch alles Stock. Bin mit dem Auto super zufrieden, ja. Und ich habe es noch original C-Hubs drauf. Ich habe wirklich da nichts gemacht. Ich habe nur wirklich die Gewichte hier montiert. Die waren mir wichtig, damit es so leicht kippt. Und das hat sich wirklich sehr gut ausgewirkt auf das Fahrverhalten. Und super Auto. Ich fahre damit gerne. Und gibt es nicht viel zu sagen. Jetzt mache ich noch schnell ein Video, wie ihr seht, wie das ausschaut, wenn das Ganze montiert ist. Vielleicht gibt es dann auch demnächst ein Fahrvideo von der RX6 bei der nächsten Ausfahrt. Vorne ist noch alles original. Hier oben haben wir die, das steht jetzt auf. Hier haben wir praktisch die Riffelblechoptik. Da fehlen noch die Glaseinsätze, die sind mal gebrochen. Wir haben hier auch ein Blech praktisch verklebt. Das ist alles mit diesen Klebestreifen verklebt, ja. Die recht gut halten eigentlich. Ich hoffe, das hält noch länger dann. Hier haben wir dann entsprechend auch die Riffeloptik, da steht die 63 drauf, da steht dann AMG, V8 Biturbo, hinten haben wir eine große Plate drauf, das ist wirklich Aluminium, ja. Dann geht die Plate hier weiter, so sieht es dann von hinten aus, dann praktisch die Kofferraum, der Ladefläche jetzt mit der Riffeloptik. Und den einen wird das gefallen, dem anderen nicht. Mir gefällt es, ist ja modellweise Geschmackssache. Und ich finde, das schaut wirklich gut aus. Und so, das war bloß eine kleine Vorstellung, was ich gemacht habe bei meinem DRX6. Mich würde ein bisschen interessieren, was habt ihr bei einem DRX6 verändert? Und wer einen DRX6 hat, und beziehungsweise ob ihr damit zufrieden seid, so wie ich. Ja. Und ich finde, das schaut gut aus. Wertet diesen schwarzen, relativ eintönigen Body doch einigermaßen auf. Was sagt ihr? Gefällt euch das? Oder ist es eher too much, Russian-like? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und ich wünsche euch jetzt einmal einen schönen Advent noch bis Weihnachten. Vielleicht sehen wir uns noch. Zumindest ein Video oder zwei Videos kommen noch vor Weihnachten. Hat mich echt gefreut. Wünsche euch alles Gute. Ciao, euer Gere. Bis zum nächsten Mal.